viele Leute zum Protest zusammengefunden haben. Und ich möchte euch Grüße, solidarische Grüße der gesamten Linken überbringen. Die Linke fordert, dass Deutschland endlich wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs in die Türkei gegen Kurden in Syrien die militärische Kooperation mit den NATO-Partnern umgehend einstellt. Die Bundeswehr muss alle Rüstungsexporte sofort stoppen und deutsche Soldaten aus den NATO-Airwax-Missionen in Konya abziehen. Merkel, Gabriel und wenn wir denn endlich wieder einen neuen Außenminister haben, er ist gefordert, unbedingt mit Nachdruck der Einstufung des türkischen Völkerrechtsbruchs als legitime Verteidigung zu widersprechen. Das ist absolut skandalös, dass das als Verteidigung der Türkei angesehen wird. Wir fordern die Bundesregierung auf, zu erklären, dass sie sich hier keiner NATO-Aktion infolge des völkerrechtswidrigen Angriffs der Türkei, dass sie sich daran beteiligt. Die Bundesregierung muss auch ihre Haltung zu den sogenannten freien, zu der sogenannten freien syrischen Armee korrigieren. Und sie muss die Beteiligung islamischer Milizen unter der RSA-Fahne bei völkerrechtswidrigen Aggressionen in der Türkei im Norden Syriens endlich verurteilen. Dadurch, und sie muss vor allen Dingen jetzt auch Trump widersprechen, der dort auch schon wieder zündelt und einen neuen Völkerrechtsbruch begehen möchte, indem er Amerika in den Krieg mit einbezieht. Wir müssen da mit diesen Menschen unbedingte Solidarität üben, denn es sind schon viele Menschen ums Leben gekommen. Viele haben dabei ihr Leben gelassen. Über 150 Menschen starben und es werden neue Flüchtlinge hierher kommen. Und da sind wir hier gefordert, denn denken wir doch mal dran, wenn wir jetzt einen Innenminister Seehofer haben, dann haben wir Flüchtlingspolitik nach CSU-Vorbild. Und das bedeutet eine Politik der geschlossenen Türen und auf der einen Seite dort mit einem Krieg zu machen und auf der anderen Seite hier die Türen zu verschließen. Das ist absolut zynisch. Und deshalb gilt unsere unbedingte Solidarität dem kurdischen Volk. Und wir werden an eurer Seite stehen, bis dieser Kampf ausgefochten ist, bis endlich die Türkei abgezogen ist.